Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Wochenblock. Und ihr seht, ich nutze die Gelegenheit gleich für die Einleitung, denn es passieren immer wieder eigentümliche Dinge auf dem Tierlebenshof, die einem viel Zeit kosten und die man so nicht sieht, die mit den Tieren eigentlich nichts zu tun haben. Ich wollte gerade mit dieser Palette vorne Sachen holen, die die Post angeliefert hat, nämlich Katzenstreu. Und während der Fahrt durch dieses Geschuckel hier ist ein Stück der Palette abgefallen und hat sich hier dann unter dem Stapler verkeilt, sodass der jetzt da einen Zentimeter, wenn man mal genau unten guckt, in der Luft hängt. Und dadurch dreht sich das Rad natürlich durch und das andere bleibt stehen, Differential halt. Ja, wie den nun da wieder runterkriegen, denn das Ding wiegt 7,5 Tonnen, auch wenn es nicht so aussieht, durch diese ganzen Gewichte. Das hier sind massive Eisengewichte hier, weil sonst könnte er ja vorne nicht knapp 3 Tonnen heben. Und eben mal so dran ruckeln ist da auch nicht. Da müssen wir uns jetzt erstmal was anderes einfallen lassen, wie wir den jetzt da wieder runterkriegen. Ja, und bis dahin könnt ihr euch ja gerne mal mit einigen Impressionen des Tierlebenshofs vertraut machen, die wir für euch eingefangen haben, was denn hier so nachts passiert. Küsschen. Ja, also das ist schon ein Riesenfortschritt, weil ihr wisst ja, das erste Video war so, dass er gar nicht rauskommen wollte. Und was ich einfach möchte, ist nicht mit Gewalt an ihn zerren. Er muss langsam Vertrauen zu uns fassen und wissen, wenn ich ihn rufe, so wie jetzt, dass ja sozusagen das nichts passiert. Ne? Und dann können wir auch draußen gehen. Ich hatte schon versucht, ihm auch mal einen Gurt umzumachen, weil er Halsband auch nicht so gewöhnt war. Also wir versuchen hier mit viel Liebe und Zeit und Ruhe, also weil wir haben alle Zeit der Welt, versuchen wir ihm langsam, dass er Vertrauen hat und dann auch mit uns rausgeht, spazieren geht. Ne? Prinzi, guck mal hier. Also und was ich natürlich sagen muss, er ist total verschmust. Das haben aber schon die Vorbesitzer gesagt. Das stimmt, er ist wirklich lieb, das ist wirklich toll. Und er isst aber für sein Leben gern. Also Essen ist so sein absolutes Highlight und er ist auch ein bisschen verspielt, würde ich sagen. Also Spielen ist auch so seine Sache. Ja, mal gucken, lasst euch überraschen, ob ihr ihm jetzt noch beim Essen zugucken könnt. Eigentlich kriegt er, wenn ich das Zimmer selber habe, Essen nicht. Man kann auch alles wirklich mit ihm machen. Also er hat immer mehr Vertrauen, ne? Prinzip. Und er mag das auch, ne? Schön streicheln und alles, ne? Guter Junge, hä? So. Thank you.
Ja, wir sind hier heute bei Kater Max im Quarantänezimmer und ich wollte euch kurz berichten, dass ich eigentlich guter Dinge bin. Er hat ganz gut gegessen. Ich biete momentan verschiedene Sachen an, weil er die ersten Tage so gar nicht essen wollte. Auch Katzenmilch hat er getrunken und wir gucken jetzt mal zu ihm in den Korb, weil er sitzt eigentlich, wenn ich da bin, im Korb und hat Angst. Aber ihr könnt jetzt mal reingucken. Ja, und der Werdegang für Max ist jetzt weiter so. Ganz viel verschiedenes Essen anbieten. Wie gesagt, ihr schickt ja so schöne Sachen. Ich habe von heute gleich das Yara-Katzenessen, Trockenkrokette noch dazu gemacht. Er hat Defu-Trockenkrokette. Er hat hier zwei verschiedene Sorten Essen, Vita-Kraft-Kau-Sticks. Und wie gesagt, ich versuche alles, damit die Tiere sich, oder wir, dass die Tiere sich hier wohlfühlen und einleben, und drückt weiterhin die Daumen. Für so ein schweres Gerät braucht man natürlich auch einen etwas größeren Wagenheber. Und ich werde es jetzt einfach mal mit dem hier probieren, ob der das schafft, den anzuheben, sodass wir da das Stück Holz vorkriegen. Ziehen möchte ich ihn nicht, weil sonst verkantet das nachher, geht noch mehr kaputt. Also schauen wir mal. So, dann wollen wir mal probieren. Kann sein, dass die Kette zu lang ist, dass ich noch ein Stück kürzer machen muss, aber... Ja, ihr seht, das funktioniert. Eieieiei. Immer noch fest. Das ist schlecht. Da müssen wir was anderes einfallen lassen. Vielleicht mal rückwärts fahren. Aber sitzt immer noch fest. Aber wir können ja mal versuchen, rückwärts zu fahren. Mal gucken. So wird's nix. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Also wenn du den rückwärts ziehst, dann wird's nicht. Der muss mehr auf die Seite gekippt werden. Ich habe keine Lust, dass er dann umkippt. Ich bin etwas ratlos. Übrigens, was er jetzt heute zu essen bekommt, Prinzip, ist Huhn von Defu, was gerade mit den Paketen mitkam, die Sensitiv-Variante mit Möhren, und ist die Defu-Trockenkrokette, weil ihr wisst ja, er ist ja schon 11,5 und deshalb ist es genau richtig für ihn, das Essen, und es schmeckt ihm auch sehr gut. Viele fragen sich manchmal, warum es bei uns so naturbelassen aussieht. Genau das zum Beispiel ist der Grund. Wir haben das dieses Jahr das erste Mal diese wunderschönen grünschillernd oder auch goldschillernden Minzkäfer da. Und wir freuen uns natürlich über alle Insekten, die hier bei uns Zuflucht finden und auch Essen finden. Und deshalb appelliere ich nochmal, sage ich mal, an alle, bloß nicht alles immer betonieren, sondern auch mal naturbelassene Büsche und Sträucher oder auch Pflanzen lassen. Die Tiere lieben das und das bedeutet einfach Leben. Ja, und man sieht hier nochmal, was viele dann auch immer gar nicht verstehen, aber er liebt es natürlich auch auf der schönen Bettwäsche und hat hier ein richtiges, schönes Bett mit mehreren Stöpfdecken, ihr seht es, und euren Mollydecken, und hier auch noch mal ein Körbchen, wenn er möchte. Also
er liebt es tatsächlich auch, hier zu liegen. Und er hat auch so einen Kauknochen, aber ich habe gerade festgestellt, er hat so leichte Schwellungen unterm Auge. Und jetzt habe ich mir mal drin versucht, die Zähne anzugucken. Und da sieht man, dass er an dem hinteren Zahn eine Wucherung hat. Das müssen wir dann mal mit dem Tierarzt abklären. Das heißt natürlich nicht immer sofort gleich unter das Messer und alle Zähne raus am besten, sondern erst mal gucken, ob das was langsam wachsendes ist. Und ja, also erst mal gucken, ne? Also solange er so essen kann und mir ist jetzt hier nichts aufgefallen, er isst gut, den Kauknochen, da hat er noch nicht so dran, aber hier die kleinen Kaustangen, hier die gedrehten, ne? Das ist ja auch von euch, da hat er schon dran geknabbert. Also mal gucken, ne? Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und hier tobt auch das Leben. Und zwar wollte ich nicht versäumen, euch nochmal hier diesen abendlichen Schlafplatz zu zeigen von den Spatzen. Ihr hört sie schon. Und ich finde es jeden Abend so wunderschön. Abends um 17 Uhr so rum fangen die an, hier sich ihren Schlafplatz zu suchen in diesem Gebüsch. Das sind unterschiedliche Sträucher, mehrere Forsythiensträucher und so weiter. Und es mag für den einen oder anderen nicht akkurat aussehen, aber das genau ist Natur und das genau bedeutet auch wiederum Leben. Und was haben wir davon, wenn alles betoniert ist und alles kaputt gemacht ist? Dann finden die Tiere kein Wohnplatz mehr und dann ist alles tot. Also von daher einfach stehen lassen und sich dran erfreuen, wer sich alles dazu gesellt. Ja, liebe Leute, noch eine traurige Nachricht, die sich heute ereignet hat. Und zwar ist heute Nacht der Kater August gestorben. Der August kam ja etwa vor 2 Jahren oder etwas über 2 Jahren hier auf den Tierlebenshof. Ja, wurde von einer unserer Helferinnen gebracht. Und wir waren ja mit ihm, wie ihr vielleicht gesehen habt, vorletzte Woche beim Tierarzt und letzte Woche auch nochmal. Aber es hat alles nichts gebracht. Er hat irgendeine Virusinfektion gehabt und ist leider heute Nacht daran gestorben. Und ja, wir sind sehr traurig und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ne? Wir alle kommen zur Welt und wir alle müssen halt irgendwann mal gehen. Zumindest hat August, der eine Straßenkatze war und im Winter draußen frieren musste, nie genug Futter hatte, der in einem üblen Zustand hier ankam, nochmal ein Leben führen können, ohne Angst zu haben, dass er nichts zu fressen findet, ohne dass er halb erfriert und ohne dass Menschen ihm nach dem Leben getrachtet haben. Das stimmt mich etwas tröstlich. Ja, insofern, ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich glaube, ich versuche es mal auf die brutale Tour und fahre einfach, mach die Kette ab und gebe Gas. Ah! Ja, wunderbar. Nur man muss jetzt die Sachen natürlich einsammeln in böse Falle, ne? Die Nägel da drin, wenn man da jetzt drauf tritt, umgekehrt ist das natürlich sehr ungünstig. Aber es hat funktioniert. Das Ding ist wieder frei. Ja, Gott sei Dank, dass wir Technik haben. Ansonsten ist man als einzelner Mensch mit solcher Sachen natürlich überfordert. Das Ding kriegst du nicht angehoben, gar nichts. Also ohne unsere alten Gerätschaften, so wie den alten Herrn hier, wären wir schon das ein oder andere Mal aufgeschmissen gewesen. Ja, insoweit dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.